Bitteschön, du hast dich die letzten 2 Jahre kaputt gearbeitet, um hier zu sein. Du steuerst auf den Big Apple zu, wie cool ist das denn? Du hast dich selbst einen Gefallen getan und ein Luxushotel und ein Erste-Klasse-Ticket gebucht, um dein Erlebnis unvergesslich zu machen. Dein Fokus liegt auf der Reise und all den großartigen Dingen, die du in dieser Stadt erleben wirst. Du hast dich einen Stadtführer gekauft, der dir all die großartigen Dinge erzählt, die du in New York tun kannst, und deine gute Laune ist immer noch da, bis du die Rechnungen von deiner Kreditkarte erhaltest und die Ticketpreise all der großartigen Sachen im Reiseführer siehst. Oh Mann! Was jetzt zu tun ist? Keine Sorge, ich werde dich durch die ersten 4 Tage deiner Reise mit 10 Attraktionen führen, die dir keinen Cent oder zumindest fast nichts kostet. Bitte bleib bis zum Ende des Videos dran für den Winterbonus, den du nicht überspringen kannst. Und um mich zu motivieren, mehr solche Videos zu machen, bitte abonniere meinen Kanal. Das ist ganz einfach, drück auch den Like-Button und aktiviere die Glocke, um informiert zu werden, wenn ein neues Video verfügbar ist. Und wenn du andere Tipps für fast kostenlose Reisen in New York hast, lass du es uns bitte unten in den Kommentaren wissen. Genieße deine Reise. Nummer 1. Times Square. Eine Sache ist klar, du warst noch nicht in New York, ohne den Times Square besucht zu haben. Dies ist wahrscheinlich der Ort in Manhattan, der am meisten besucht wird. Die Bildschirme, die ständig Kapitalismus schreien, sind einzigartig. Die Reize, die deine Sinne hier plagen, sind überwältigend und es dauert eine Weile, bis du alles absorbiert hast. Dies ist ein sehr künstlicher Ort und voller Touristenfallen, aber es kann als eine Ikone der modernen Zeit betrachtet werden und du kannst die Show genießen, die hier 24/7 stattfindet. Und das Beste, im Gegensatz zu den vielen Theatern in der Nähe ist es völlig kostenlos. Nummer 2. Die öffentliche Bibliothek, vielleicht nicht für jeden, aber völlig kostenlos zu besuchen ist The Main Branch oder New York Public Library. Diese prächtige Konstruktion ist ein Wahrzeichen in Midtown Manhattan. Dieses Gebäude verfügt über 4 Etagen, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Es befindet sich östlich des Bryant Park und stammt aus dem Jahr 1911. Es war die Kulisse für viele TV-Serien und Spielfilme. Das gesamte Gebäude ist sowohl außen als auch innen wunderschön und ist mit 200 Zimmern und 10.700 Quadratmeter alles andere als klein. Nummer 3. Grand Central Station. In New York geht es nicht nur darum, etwas zu tun oder zu besuchen. Es ist auch ein Erlebnis. Genieße die Stadt und das bunte Treiben. Wenn du genug davon hast, kannst du die Grand Central Station in Midtown Manhattan an der Park Avenue besuchen. Genau wie alles in diesem Video wird es natürlich nicht deine Taschen leeren. Dieses Gebäude spielte oft eine große Rolle in Filmen und Fernsehserien. Das Terminal stammt aus dem Jahr 1913 und atmet die Pracht alter Zeiten. Es ist kaum zu glauben, dass dieser Bahnhof 67 Millionen Passagiere pro Jahr abfertigt. Stell dich auf eins der Balkone und genieß das Spektakel in der großen Halle.
Nummer 4. Die Freiheitsstatue. Wenn du nicht mit der U-Bahn zur Staten Island Ferry fährst, müsst du das Finanzviertel von Manhattan durchqueren, um zur nächsten kostenlosen Attraktion von New York zu gelangen. Ja, du könntest einen teuren Ausflug Monate im Voraus zur 93 Metern hohen Freiheitsstatue buchen, die 1886 von Frankreich an die Vereinigten Staaten übergeben wurde, aber es ist klüger, die Fähre vom Whitehall Terminal nach Staten Island zu nehmen. Dies ist völlig kostenlos. Und ja, du wirst nicht nach Liberty Island in der Nähe des Fußes der Statue kommen, aber es wird dir mindestens $23 pro Person sparen. Darüber hinaus hast du von der Fähre aus einen großartigen Blick auf Ellis Island und die Freiheitsstatue. Die orangefarbenen Boote fahren hin und her und befördern fast 30 Millionen Passagiere pro Jahr. Auf Staten Island kannst du das Outlet besuchen, das dich hier befindet, aber dann kannst du deine Reise wahrscheinlich nicht mehr als Budget bezeichnen. Auf dem Rückweg hat man diesen tollen Blick auf Lower Manhattan und hat noch ein paar Cent übrig, um andere Sachen im Big Apple zu machen. Nummer 5. Central Park. Ja, das ist New York, das Zentrum der Welt, umgeben von den Reichen dieser Erde. Du müsst dieses Wahrzeichen auf jeden Fall im Rahmen deiner New York-Reise besucht haben. Der Central Park ist der berühmteste Park in den Vereinigten Staaten und wahrscheinlich der ganzen Welt. Ein paar Zahlen deuten darauf hin, wie groß dieses Stück Erde tatsächlich ist. Der Park ist 4 Kilometer lang und erstreckt sich über 51 Blocks. Es gibt 500.000 Bäume und es hat eine Fläche von 341 Hektar. Wenn du auf der Suche nach relativer Ruhe bist, wenn du in New York verbleibst, solltest du hierher fahren. Es ist hier ideal zum Joggen, Wandern und im Winter sogar zum Eislaufen. Darüber hinaus kann man sich hier sogar als Vogelbeobachter verwöhnen lassen, denn es wird oft von Zugvögeln besucht. Der Central Park ist relativ jung und stammt aus dem Jahr 1873 und ist, ob du es glaubst oder nicht, komplett landschaftlich gestaltet. Wenn du den Wert des Central Parks berechnest, unter der Annahme des durchschnittlichen Grundstückspreises in New York, kommst du auf den erstaunlichen Betrag von 55 Milliarden. Du könntest dafür einen höllischen Garten anlegen. Genieße das Wetter und die Atmosphäre, die übrigens besser sind als vor 30 Jahren, als der Central Park nicht der sicherste Ort auf dem Planeten war. Wenn du auf der Suche bist nach der kleinen Brücke des Films Home Alone, leider werdest du den hier nicht finden. Nummer 6. Die Kathedralen der Stadt.
Wenn man durch New York läuft, wird schnell klar, dass die Gebäude hier eine andere Größe haben als in einer durchschnittlichen Provinzstadt. Wie ich bereits in diesem Video angedeutet habe, ist der Grundstückspreis sehr hoch und das bedeutet, dass man in die Höhe baut. Geld ist hier eine Religion und es gibt viele Orte, an denen Menschen zusammenkommen, um dieses Geld auszugeben. Manhattan ist daher überladen mit Hotels und man kann sagen, dass dies die echten Kathedralen von New York sind. Wie viele Kirchen, kannst du auch die meisten Hotels von innen besuchen, ohne ein Ticket zu kaufen. Ein gutes Beispiel dafür ist der Marriott am Times Square. Es mag äußerlich nicht spektakulär sein, aber im Inneren ist es nichts weniger als eine Kathedrale, wie jeder es kennt. Die Höhe der Lobby mit dem Aufzugsschacht und den transparenten Aufzügen auf der Außenseite ist auf futuristische Weise wunderschön. Schau dir die Augen aus und genieße eine Fahrt mit dem Aufzug in den dritten Stock, wo du auch als Nichtgast kommen kannst. Neben diesem Hotel gibt es natürlich tausend und mehr andere, die von der Kathedrale bis zur kleinen Kirche reichen, wie das RIU Plaza Times Square oder das Element Times Square, wo du mit dem obigen Link, A Look Inside, hineinschauen kannst. New Yorks berühmteste echte Kathedrale ist zweifellos die St. Patrick's Cathedral in Midtown Manhattan. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1858 und ist einen Besuch wert. Natürlich auch, wie fast alle Attraktionen in diesem Video, für eine kleine Börse geeignet. Es kostet keinen Cent, das schöne Interieur zu betrachten. Eine Spende wird in der Regel geschätzt. Kein Hotel und keine Kirche ist der Trump Tower, aber wegen des Mannes, der dort ein Penthouse hat, immer noch eine Art Kathedrale für einige. Während du dort bist, könnte es Spaß machen, einen Blick in das Atrium des 58-stöckigen Gebäudes und New York City Hauses des ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten zu werfen. Nummer 7. Brooklyn Brücke. Eines der berühmtesten Wahrzeichen Manhattans ist natürlich die Brooklyn Bridge. Diese Konstruktion zu sehen ist ein Muss, wenn du die Stadt besuchst. Das Beste daran ist jedoch, dass auch hier der Eintrittspreis angenehm niedrig ist. Nun, in der Tat, es ist völlig kostenlos. Die Brücke verbindet Manhattan und Brooklyn und erhielt seinen Namen von den letzteren Bezirk. Eine großartige Reise ist ein Spaziergang auf dieser Struktur. So kannst du es gut erleben und hast du immer neue und schönere Ausblicke auf Manhattan und über den East River. Du merkst schnell, dass du nicht der Einzige bist mit dieser Idee, große Menschenmassen schlendern über die Brücke hin und her und machen unzählige Selfies. Das Bauwerk wurde am 24. Mai 1883 eröffnet und erhielt 1915 seinen heutigen Namen. Die maximale Spannweite beträgt 486,3 Meter. Aber die Gesamtstruktur ist 1833,7 Meter lang, einschließlich Ein- und Ausgänge. Es ist schön zu wissen, dass täglich mehr als 110.000 Fahrzeuge die Brücke benutzen. Trink nach einem flotten Spaziergang eine Tasse Kaffee in Brooklyn und mach ein Foto von der Manhattan Bridge durch eins der bekanntesten New Yorker Durchblicke. Nummer 8. Roosevelt Island Seilbahn. Östlich von Manhattan liegt Roosevelt Island. Eine 3,2 Kilometer lange Insel mit etwa 12.000 Einwohnern. Vor allem der südliche Teil ist eine Oase der Ruhe im Vergleich zum geschäftigen Manhattan. Eine besondere und günstige Attraktion ist die Roosevelt Island Tramway. Für den Preis eines U-Bahn-Tickets kannst du in diese von Leitner Pummer gebaute Seilbahn einsteigen. Ähnlich wie bei einem Luftballon hebt man entlang der Queensboro Bridge ab und schwebt zwischen den Gebäuden in Richtung East River. Man fühlt sich wie ein Vogel und trotz des niedrigen Preises ist es eine sehr schöne Attraktion.
76 Meter unter dir zieht der kalte und schnell fließende East River vorbei, als würden du einen Film sehen. Leider geht das viel zu schnell. Die Kabine erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 26 Kilometern pro Stunde und legt damit die 940 Meter in 3 Minuten zurück. Auf der Insel selbst kannst du einen Spaziergang machen, die Skyline von Manhattan bewundern und eine Tasse Kaffee in der Universitätskantine trinken, bevor zum Festland zurückzukehren. Nummer 9. Die Hohe Bahn. Zwischen der East 34 Straße und der Gansefort Straße, parallel zur 10 Avenue, findest du ein weiteres kostenloses Highlight Manhattans, die High Line. Dieses große Wahrzeichen wurde 1933 als erhöhte Eisenbahn gegründet, um den Fleischpackerbezirk auf sichere Weise zu bedienen. In den 1980er Jahren wurde der Zugverkehr vollständig eingestellt und, ob du es glaubst oder nicht, zwischen 1983 wurde der südliche Teil abgerissen. In den folgenden Jahren folgten viele Diskussionen, bis 2009 wurde der erste Abschnitt der Linie für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Jetzt ist es ein einzigartiger Park mit einer Länge von 2,33 Kilometern und Heimat von mehr als 500 Pflanzenarten. Der Spaziergang über die Hohe Bahn bietet dir einen hervorragenden Blick auf die Stadt und die großartige Architektur entlang des Parks. Vergesse nicht, dies in deine Reiseroute aufzunehmen. Nummer 10. Die kleine Insel. Die kleine Insel ist ein neuer, kostenloser öffentlicher Parkpier im größeren Hudson River Park in der Nähe von Pier 55. Es wurde am 21. Mai 2021 für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht und bietet New Yorkern und Besuchern eine einzigartige Grünfläche. Zu den Bestandteilen des Piers, eingebettet zwischen mehr als 350 Arten von Blumen, Bäumen und Sträuchern, gehören ein Amphitheater mit 687 Sitzplätzen und eine intime Bühne und Rasenfläche sowie ein atemberaubender Blick auf andere Teile des Hudson River Park, New York City und des Hudson River. Das markante Äußere von Little Island wird von Betonpfählen getragen. Auf den Pfählen bilden 132 Tulpen aus Beton die Struktur des Parks. Die Form jeder Tulpe ist einzigartig und hat eine andere Gewichtstragfähigkeit, um den Boden, Rasenflächen, Ausdichtspunkte und Bäume zu halten. Die ursprünglichen Pier 54 Pfähle bleiben erhalten, um Lebensraum für Wasserlebewesen zu bieten. Dies ist ein Muss-Objekt und frei zu betreten. Also, das sind 10 aufregende Dinge, die du in New York City tun kannst, ohne dein Budget zu sprengen. Nutze sie, denn du wirst feststellen, dass das Besuchen der bezahlten Sachen deine Taschen in einem schnellen Tempo leeren wird. Wie ich dich bereits gefragt habe, vergesse nicht, meinen Kanal zu abonnieren, ist ja auch kostenlos. Schau dich auch meine anderen Videos für neue Reiseideen an. Aber Moment mal, ich habe dir einen Bonus versprochen, aber tatsächlich gebe ich dir 2. Bleib dran, und das Beste ist, auch die sind kostenlos. Der erste Bonus ist das 9/11-Denkmal. Ich würde dies nicht als Attraktion betrachten, aber ein Besuch ist ein Muss aus Respekt vor den Menschen, die ihr Leben für die Freiheit geopfert haben. Besuche die Wasserfälle an der Stelle, an der sich die zwei Türme befanden, und besuche das Gebäude, das als weiße Taube geformt wurde und als Einkaufszentrum, U-Bahn und Bahnhof dient. Du könntest hier viel Geld ausgeben, aber du kannst auch einen Eindruck davon bekommen, was an diesem schrecklichen Datum passiert ist, und deinen Respekt kostenlos zeigen. Der zweite Bonus ist etwas, das du nur um Weihnachten herum tun kannst. Du müsst auf jeden Fall den Weihnachtsbaum auf der Rockefeller Plaza besuchen. Seit mehr als 8 Jahrzehnten symbolisiert der Rockefeller Center Christmas Tree das Weihnachtsfeier für New Yorker und Besucher. Während sich die Lichter, Dekorationen und Sterne im Laufe der Jahre verändert haben,
blieb der Besuch des Baumes ein Muss der New York-Erfahrung. Im Dezember 1931 legten die Arbeiter des Rockefeller Centers ihr Geld zusammen, um einen Weihnachtsbaum zu kaufen. Die Männer schmückten die 20 Fuß hohe Balsamtanne mit handgefertigten Girlanden, die von ihren Familien hergestellt wurden. Das Rockefeller Center beschloss, den Weihnachtsbaum zu einer jährlichen Tradition zu machen und veranstaltete die allererste Baumbeleuchtungszeremonie. Heute ist der Baum immer noch ein Wahrzeichen für New York City um die Weihnachtszeit und es ist ein Muss, ihn zu besuchen. Die Atmosphäre, die der Baum, der Stern oben und die Eisbahn mit sich bringen, wird dir das ultimative Weihnachtsgefühl vermitteln. Außerdem ist es offensichtlich, dass Shopping vor allem zu Weihnachten in New York eine Art Religion ist. Wenn du ein Shopaholic bist, wirst du hier definitiv deine Sucht nicht verlieren. Stelle sicher, dass du deine Reise nach Hause schon gebucht hast. Nun, das ist es. Ich hoffe, du hast deine Reise genossen und wirst beim nächsten Mal mit einem höheren Budget für den Rest der Sehenswürdigkeiten wiederkommen.